Dieses Video ist ein kurzer Erfahrungsbericht zu Nicht schulklug, sondern straßenschlau von Matthias Aumann. Wir schauen uns gleich gemeinsam das Gratisbuch bzw. auch hier das E-Book genauer an. Ich möchte dir gerne meine Erfahrung teilen, die ich damit gesammelt habe und ob sich die Investition lohnt für dich oder nicht. Das müsstest du eigentlich ganz genau wissen nach dem Schauen des Videos. Übrigens findest du den Link zum Gratisbuch in der Videobeschreibung. Dort gelangst du dann mit einem Klick direkt zu Matthias Aumann, seiner Webseite. Um was geht es hier überhaupt in diesem Buch? In diesem Buch oder auch E-Book geht es darum, wie du mit 6 Kernfaktoren dein Unternehmen zum Erfolg führen kannst und in dieser Welt eine positive Veränderung schaffen kannst. Du kannst damit quasi dein Unternehmen erfolgreicher machen. Und wie du bereits erkennen kannst, bin ich hier im Mitgliederbereich. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal rein. Und wenn wir hier draufklicken, kommen wir dann auf diese Seite. Es geht einfach nur hier darum, dass man hier es herunterladen kann. Und wenn man hier draufklickt, kommt man auf diese Seite und hier rechts findest du dann den Download-Bereich. Du kannst hier einmal von Matthias das Buchcover von dem nicht Schulglück, sondern Straßenschlau-Buch herunterladen, aber auch hier als PDF dann das E-Book. So sieht das Ganze dann aus, das Cover. Und ich denke, das ist jetzt eher weniger interessant, da gehen wir einfach mal direkt über in das E-Book. Hier habe ich dir eine Seite aufgeschlagen, das ist ziemlich am Anfang. Dann geht es hier weiter runter dann zum Inhaltsverzeichnis. Und hier können wir ja mal ein bisschen reinschnuppern, aber auch hier kann ich dir nicht alles zeigen. Ich denke, das müsste dir einfach klar sein. Im ersten Kapitel geht es um das Mindset eines Unternehmers. Im zweiten Kapitel geht es um die Wurzeln deines Unternehmens. Dann geht es im dritten Kapitel um dein Team. Im vierten Kapitel dann um Werbung und Marketing. Das war für mich persönlich ein sehr interessantes Kapitel. Warum, das erkläre ich dir gleich später. Aber auch Kapitel 5, Verkaufen, 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 ist auch etwas, was ziemlich interessant ist, gerade auch mit den Gastkapitel von Dirk Kräuter. Dort bekommt man ein ganz anderes Bild auf das Verkaufen, als man üblicherweise darüber denkt. Und in Kapitel 6 geht es dann um die Selbstorganisation und ein paar abschließende Worte dann noch. Für mich ganz konkret, was ich hier rausziehen konnte, ist einfach, dass man muss in erster Linie handeln. Das wird hier in diesem Buch sehr deutlich, wenn du mich fragst. Und was mich auch überzeugt in diesem Buch ist einfach, dass es viele Unternehmer gibt, die sehr viel Geld für Unternehmensberatungen ausgeben und die Beratungen sind meistens von Menschen durchgeführt, die selbst noch nie in der Führungsebene gearbeitet haben oder auch noch nie die Situation kannten, dass man schwierige Entscheidungen treffen musste. Und das unterscheidet dieses Buch auch wirklich, wie der Titel schon sagt, von Leuten, die in der Schule schlau geworden sind, also zum Beispiel einen Uni-Abschluss haben, zu jemandem, der wirklich Erfahrungen hat. Und das beschreibt hier Matthias auch sehr schön in seinem Buch, wenn du mich fragst, wie widersprüchlich es eigentlich ist, dass man einen Unternehmensberater hat, der selbst noch nie ein Unternehmen geführt hat, in der Regel. Es ist definitiv kein Theoriebuch, das schreibt hier Matthias auch in seinem Buch. Er benutzt auch wirklich einfache Sprache und keine Fremdwörter. Das finde ich auch richtig gut, weil dann versteht man es auch und man kann auch wirklich alle ansprechen. Und ich finde auch die Art, wie das Buch geschrieben ist, ziemlich gelungen, weil es werden viele Absätze gemacht, sodass man nicht so vor einer Textwand steht. Und dementsprechend kann man das Buch eigentlich wirklich schnell verschlingen. Und aus dem Werbungsbereich konnte ich zum Beispiel herausziehen, dass es verschiedene Arten gibt von Werbung und dass man diese halt gezielt einsetzen sollte. Es wird hier auch wirklich sehr deutlich beschrieben, was die Fehler sind im Marketing, nach seiner Ansicht. Zum Beispiel denken viele, dass sie mehr Produkte bräuchten und Angebote, um mehr Umsatz und Gewinn zu generieren. Das ist eigentlich eher im Gegenteil der Fall. Und lauter solche Dinge wirst du hier in diesem Buch lernen. Fand ich persönlich ziemlich spannend. Was ich allerdings finde, ist, dass das Buch meiner Meinung nach etwas hätte länger sein können. Aber wenn du jetzt denkst, du möchtest gerne ein Buch lesen über mehrere Tage, dann wird dir dieses Buch wahrscheinlich nicht gefallen. Und das Buch ist wirklich so geschrieben, dass man denkt, dass man die Dinge wirklich gleich anpacken will und gleich loslegen möchte. Dementsprechend kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Es ist kein Theoriebuch, es ist ein praxisorientiertes Buch. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir ein bisschen weitergeholfen. Meine Meinung hierzu, klick den Link in der Videobeschreibung, dort kommst du zum Gratisbuch. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib diese in die Kommentare und vielen Dank fürs Zuschauen.